Auf Wunsch eines sehr interessierten Zuschauers geht es nun um den Spanischen Erbfolgekrieg. Dieser dauerte von 1701 bis 1714, wurde in Europa, aber auch in Nordamerika ausgetragen, wo er Queen Anne's War heißt. Hier geht es aber um Europa. Auf der einen Seite stand Frankreich mit kleineren Verbündeten und auf der anderen Seite war die Haager Große Allianz. Frankreich war Ende des 17. Jahrhunderts die stärkste Landmacht im Westen Europas. Allerdings standen die Habsburger als Kaiser im Osten und mit spanischen Königen im Süden, wovon sich Frankreich bedroht fühlt. Der Habsburger Karl II. Von Spanien allerdings war kinderlos und dann wollten die europäischen Mächte ihren Kandidaten in der Nachfolge auf dem spanischen Thron sehen, jeweils legitimiert durch Verwandtschaftsverhältnisse. Louis XIV. Wollte seinen Enkel Philipp von Anjou als spanischen König sehen, wohingegen der Kaiser Leopold I. sagte, mein erster Sohn wird Kaiser und mein zweiter Sohn ist doch fast perfekt für den spanischen Thron. Beide Optionen waren nichts für die Seemächte, England und Niederlande. Sie sahen die Gefahr, dass entweder die Bourbonen oder die Habsburger zu mächtig werden würden. Somit wollten sie Joseph Ferdinand von Bayern in Spanien sehen. Es gelang den Engländern und Niederländern auch, Karl II. Unter Druck zu setzen und er bestimmte Joseph Ferdinand als Erben, wo man denken könnte, ja, wunderbar, die Krise ist vorbei. Falsch gedacht, denn dummerweise starb Joseph Ferdinand 1699, das Ganze war wieder offen. Die Seemächte einigten sich dann mit Frankreich auf einen Teilungsplan. Die Habsburger kriegen Spanien, ihr Bourbonen, ihr kriegt Gebiete in Italien, was euch dann dort zur Hegemonialmacht werden lässt. Das Ganze scheitert aber, da der Kaiser dem Ganzen nicht zustimmt. In der Folge bestimmt Karl II. Philipp von Anjou zum Alleinerben und stirbt am 1. November 1700. Philipp kann als König von Spanien in Madrid einziehen. Die Zeichen stehen auf Krieg und dass Krieg geben wird, wird dann endgültig klar, als Louis XIV. Einen katholischen Steward oder die Ansprüche, Thronansprüche eines katholischen Stewards auf den englischen Thron anerkennt. Und das kann man sich in England nicht gefallen lassen, keine katholische Dynastie mehr. Somit wird die Haager Allianz gebildet. Die Kriegshandlungen beginnen in Norditalien ohne Kriegserklärung von kaiserlicher Seite. 1701, im nächsten Jahr 1702 werden sie aber die kaiserlich wieder rausgedrängt durch die Franzosen. 1702 beginnen auch die Kriegshandlungen in den spanischen Niederlanden. Im Reich hatte Frankreich Verbündete, so das Kurfürstentum Köln und Braunschweig-Wolfenbüttel. Diese wurden aber dann besetzt und spielten keine Rolle mehr im Krieg. Zu erwähnen ist, dass die Habsburger nicht nur im Westen kämpfen mussten, sondern sich einem ungarischen Aufstand gegenüber sahen für weite Teile des Krieges. Der Aufstand war am Ende, das sei gesagt, nicht erfolgreich. Savoyen trat auf die Seite des Kaisers in den Krieg ein. Die Allianz wurde erweitert um Portugal, wohingegen Bayern sich Frankreich anschloss. Engländer und Niederländer landeten auf der Iberischen Halbinsel und hier ist zu erwähnen, dass die Engländer Gibraltar erobern konnten. Sonst gab es keinen entscheidenden Erfolg für keine der beiden Seiten auf der Iberischen Halbinsel. Anders war das im Reich. Die zweite Schlacht von Höchstädt führte dazu, dass die französisch-bayerischen Truppen sich an den Rhein zurückziehen mussten und von dort Vorstöße ins Reich unternahmen. Auf der anderen Seite passiert das Gleiche nach Frankreich, aber hier führt es zu keinem Ergebnis. Wichtiger waren die Niederlande. 1705 konnten die Franzosen noch erfolgreich vorrücken, wurden dann aber von den Alliierten und dem Duke of Marlborough zurückgeschlagen und dieser konnte dann auch die spanischen Niederlande weitestgehend unter seine Kontrolle bringen. Das Gleiche gelang Prinz Eugen 1706. Er siegte in der Schlacht von Turin. Die Franzosen mussten sich aus Italien zurückziehen. Dann kam es zu mehreren Vorstößen nach Frankreich, durch die Alliierten, aber ohne durchschlagenden Erfolg. Beide Seiten waren ziemlich erschöpft, und das wird deutlich in der Schlacht von Malplaquet, die hohe Verluste forderte. Aber 1710 gelang es dem Duke of Marlborough und Prinz Eugen, mehrere Festungen zu erobern im Norden, und das machte den Weg frei ins Innere Frankreichs. Nun wurde der Krieg nicht militärisch entschieden, sondern durch andere Ereignisse. Kaiser Joseph I. starb. Das bedeutet, nun würde sein Bruder Karl zum Kaiser, aber er würde auch die spanische Krone erben. Und das war nicht im Interesse der Seemächte. Und so kam es dann zu Geheimverhandlungen und die britischen Truppen fielen sich weitestgehend neutral. Das nutzten die Franzosen, siegten in der Schlacht von Denain
und es war ein Patt entstanden. Folgerichtig kam es zum Frieden von Utrecht 1713 und im Folgejahr wurde auch der Krieg mit dem Reich beendet im Rastätter Frieden. An der Hauptfolge ist, dass die Bourbonen bis heute auf dem spanischen Thron sitzen. Spanien verlor eigentlich seine Besitzung in Italien und die spanischen, aber auch die französischen Staatsfinanzen waren weitestgehend ruiniert. Frankreich konnte seine Stellung als militärische und politische Großmacht behaupten und die eingangs befürchtete Habsburger Einkreisung abwehren. Von nun an bildet sich aber auch das Gleichgewicht der europäischen Mächte heraus und die Habsburger gewannen Gebiete in Italien, aber vor allem die Niederlande, die nun Österreichische Niederlande heißen sollten und langfristig wichtig, Großbritannien gewinnt Gibraltar. Das war der Spanische Erbfolgekrieg in 5.